Nutten und meine fetten Styles, Alter, zieh dir mal rein, Alter. Ficken, Geld, Drogen, Nutten und meine fetten Styles, Alter, zieh dir mal rein, Alter. Ficken, Geld, Drogen, Nutten und meine fetten Styles, Alter, zieh dir mal rein, Alter. Ficken, Geld, Drogen, Nutten und meine fetten Styles, Alter, zieh dir mal rein, Alter. So, meine lieben Freunde, weiter geht's mit GTA 5. Ich hoffe, heute ohne Zuppeln, ohne Probleme, ohne irgendwas. Ich weiß es nicht. Es war bei der letzten Aufnahme wirklich total bekackt. Ich lade gerade den Story-Modus, wie ihr unten rechts seht. Da müssen wir kurz warten. Ah, das ging noch fix. So. Was ist denn hier los? Warum muss ich... Ah, nee, das ist Lester. Okay. Gut, dann habe ich hier... Die Lester-Mission wollte ich mir ja aufheben, hatte ich gesagt. Dann habe ich mit ihm erstmal alles erledigt. Mach mal Michael. So. Headset richtig aussetzen. Ah, perfekt. Bin ja gleich in der Nähe. Ich muss noch mal kurz gucken. Wie es aussieht, läuft heute auch alles rund. Es kann daran gelegen haben, das ist nur eine kleine Vermutung. Nee, da muss ich mich hin. Es kann daran gelegen haben, dass ich im Hintergrund. Jetzt bin ich total blöd gerade. Ach ja, genau, bei Facebook verschiedene Sachen noch hochgeladen habe. Ich musste da so ein Fotoalbum hochladen. Und daran kann es, wie gesagt, gelegen haben, ich weiß es nicht. So kleine Mikroruckler nehme ich auch wahr, die sind im Video wahrscheinlich weniger wahrzunehmen. Ist ja immer das Gleiche. Ich habe das ja schon mal erwähnt, auch bei Counter-Strike habe ich durch die Aufnahme immer ein schlechteres Bild oder eine schlechtere Möglichkeit zu agieren als Leute, die nicht aufnehmen. What is wrong with you smoking in my house? You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes. She's very centered. Ah, das muss ich auch Yoga machen, anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. Miguel. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the Muribunda. Muribunda. The asshole. Now we begin das the asshole to the earth. Yes, we begin each sequence. Tadasana. Yes. Or mountain pose. Das ist so albern. Un, deux, trois. Mouth and anus are perfectly in line. Schau hier, Mama. Es geht nur um den Anus. Es geht nur um den Anus. Deux, trois. It is perfect. Now, Michael. Das ist so scheiße, dass ich das machen muss. I don't know about this. Now, in through the bloated nose, and out through those wrinkled lips. Let it go. If we put him on a six-month kale-only diet, he might just get healthy. Or die. In the nose, out the mouth. Okay, Doc? It moves. Amazing. In and out with the breath, Michael. Out through the mouth. Strength, Michael. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Sometimes, when I do this pose, I weep uncontrollably for hours.
plow. You feel that? The emotion inside. Let it go. Michael, join us. Was sind das für Grafikfehler da hinten? Das interessiert mich viel mehr. I feel like I'm channeling bullshit right now. Breathe, Mikkel. Let it out. I'm waiting for him to turn this into one of his episodes. Now, you breathe. Ich bin voll dabei. Let it go. Ich bin sowas von dabei, Leute. Ich krieg gleich einen Krampf in den Fingern. Can't you? Let it out, baby. There it is. Oh, ich bin abgerutscht. Fuck this. I think we are too late with him. Oh. Ich bin abgerutscht von den Sticks. You embarrass yourself. But we do not care. Ich darf again, die nicht loslassen. This silly man forgets to breathe. He's got great core strength for someone who's totally rotten. Jetzt krieg ich schon wieder einen Krampf. Beim rechten Analogstick. Okay. Den Krampf. Erect. Turgid. Hold it. Stroke it. Breathe, Mikkel. Breathe, Mikkel. Keep this up and we might actually have a shared interest. Komm schon. Now, you breathe. Einatmen, ausatmen, fertig. Later you can show a stripper how flexible you are. Yeah, I'm about to feel some emotions, all right. Remember, Sheldon. Do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Yeah. Feel the flow. Everything is flowing in me. Mike, would you? Oh Gott, ich das hasse. Hold your anus strong, my child. Halt die Spannung im Anus. Almost the most important thing, no? Out with the breath. When we met, he was actually limber. Breathe, please, Michael. Can you wash that mat later? It's gonna smell all bloody and smoky and Michael-y. Take in the air. And release it. And Michaely. Out through those wrinkled lips. Now if you could just get Trevor on a yoga mat. Your lungs, they work, yes? Yep, funktioniert alles. Isn't this better than robbing, murdering, and being an asswipe? Ich darf nicht loslassen. Breathing is almost the most important thing, no? For a meat eater, it's okay. Breathe, please, Michael. Die Vibration des Controllers trägt nicht gerade dazu bei, dass es leicht ist. Also es sieht vielleicht jetzt total dumm aus für Zuschauer. Es ist trotzdem nervig, die ganze Zeit. You have come a long way today, Mikkel. Yes, later you will cry like a baby. Right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Mikkel. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. What? Back. Yes, there you go. Oh! Hey, enough of that! Yoga is the answer, Mikkel. But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back! Good! You are alone, you pathetic psychopath! Ey, ich musste gerade Yoga machen. Hand it! Bony! French! Fucking Yogi! Gah! Jimmy! You still here? Muss man diese Yoga-Kacke echt James! Durchziehen. Go away! Oh yeah! It's nice TV. I'm talking in your ear!
I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? All right, come on. I want to go for a ride. I gotta meet a friend. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. So, come here, Jimmy. So, where's your friend? Burger shot. Whoa. Yeah, nice to see the kids are still hanging out at the burger joints. Me and the guys, we'd go down to the diner after class every day. Milkshakes, fries. Der Teufel, yeah, please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope-smoking, game-playing, live-at-home world owes him a living millennial. I knew it. Ich werde nach diesem Video werde ich ein bisschen was umstellen. Also, dass dieses GTA-Gedöns mir bei der Aufnahme solche Schwierigkeiten macht, hätte ich nicht gedacht. Vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. Yo, don't be weird. Man, good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Now, oh, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy, just hold on a second. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing. Is that what we're doing? This is fucking disgusting. Alrighty then. Yep, son. Now what? Can we just get back to the house, please? Das war ja ein sinnvoller, eine sinnvolle Betätigung für einen Nachmittag. Jawohl. So, what a drink? I'm driving. Was trinke ich da? Okay, your turn. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? Oh. Ich fahr echt tierisch besoffen. You're fine. No. Really? This is not normal. Hello. Just paranoid. Not paranoia. Totally just fine, concern. You should see yourself. Ich kann dagegen nichts machen. I can't feel my face. Ich bin voll auf Drogen. I gotta stop. Oh, what was in there? It's harmless. Vets have been using it for decades. What? You anesthetize me? You fucking shit. From yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. What? You're too crazy, Dad. Damn it! Da liegt noch meine Motorhaube. Jetzt werde ich vergewaltigt. Die Kameraperspektive ist großartig. Wird ja immer abgespaced da. Gab's das auf der PS3 auch schon? Jetzt schön drei Finger in den Arsch. Wir müssen sie anal untersuchen, genau vorne. Oh, wie cool, kann ich da was steuern?
Alter. What do you want, my comrade? I always thought I was the good guy. Ich würde gerne, dass aus der Ego-Perspektive. Ich kann einfach fliegen, so wie ich lustig bin. You ruined my life. Aber ich werde jetzt trotzdem einfach mal landen. You are nothing but a murdering das ist echt gut. Das macht Spaß, das ist witzig. Aber ich erinnere mich dran, das gab es auf der PlayStation 3 auch. Hat der da jetzt hingekotzt? Jimmy, you little shit. Nochmal schön durchlaufen durch die. Ich muss die Drogen loswerden. Ich bin immer noch beschwipst. Er zieht immer nach links. Jetzt zieht er nach rechts. Yay! Naja, ich bin ja fast zu Hause. Wenn ich jetzt mal hier ein bisschen schneller unterwegs wäre. Hüp, hüp. Der kleine fette Arsch. Na komm. Na komm. Hello! Hey! Du schaffst es. I'm home. Anyone here? Kids? Ich hab mich verletzt. Komm in das Bike. Wir müssen runter. I'm back. Nein, 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 nein. Ah, da muss ich hin. Ich der einzige Typ, Michael, der mal auf die Idee kam, mit dem Fahrrad durchs Haus zu fahren. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend. And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. Jimmy's ja ein Arsch. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Amanda. Fuck! Kannst laut sagen, Digga. Tja. Missionszeit und Dreieck. Was Dreieck? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was als nächstes passiert. Achso, kommt kein Video. Ja, ich muss mich bei GTA wirklich sehr zurückhalten mit dem Palabern. Oh, 3000 Tacken sind weg. Ah, ein Auto haben sie mir auch nicht da gelassen. Das ist ja nett. Ich klaue mir was. Yoga ist nicht verfügbar. Mal auf die Karte gucken, ob irgendwas Missionsmäßiges unterwegs ist. Sieht nicht so aus. Das ist auch nur eine Lester-Mission. Das heißt, ich muss ja rein, theoretisch. Keep coolio, baby. It's just a car. You entitled piece of shit. Ich muss jetzt die nächste Lester-Mission machen. Okay, das war gelungen. You ready to do this? Da kommt die nächste Mission. Yep, got everything we need. Okay, so move already.
When you get the stuff, bring it to Devin Weston. Ach ja, ich habe ja auch noch lange vorher Sachen gesammelt. Was hast du sich jetzt erst meldet? I'll show him as much respect as a friend of yours deserves. Okay. Ich prophezeie, es dauert 3 Minuten, da hinzukommen. Das sind 3 Kilometer. Was war das denn gerade? So, ihr Pisser. Auf geht's. Der Umzug auch noch damit umgeschlagen. Was will er? Ah, scheiße. Müssen wir das Handy aufrufen. Ich habe keine Carapaps, kann ich mich nicht dem Umzug nach damit umschlagen. Also habe ich deine genommen, bis ich auf eigenen Füßen stehe. Ich bringe es zurück, wenn alles geregelt ist. Das kann ja nichts Gutes heißen. Danach bin ich dann ganz schön gefickt mit meiner Karte. Oh. Oh, kaum. Der Mülleimer hat mir das Leben gerettet. Du bist der beste Mülleimer aller Zeiten. Was ist denn das B-Fragezeichen? Also gibt es auch noch eine kleine Zwischenmission mit, wie heißt er? Franklin. Dann machen wir die erst, weil erst Zwischenmission, bevor die alle wieder weg sind. Okay, findest du dich wieder cool oder was? Haben wir nicht hier irgendwie Hosen, Schuhe, Hemden, Shorts, Oberteile, Anzüge? Der hat ja gar nichts. Ach, ist mir auch egal. Ach, da ist die Karre. So, wo ist dieses B-Plus da? Barry. Wer war denn Barry? Kann ich hier nicht fett abkürzen? Naja. So fett abgekürzt war das nicht. Irgendwo muss es doch hier eine Abkürzung geben, komplett mal den Berg runter, ohne dass man immer diese bekannten Straßen fahren muss. Alter, dieses Ruckeln, alte Scheiße. Das hatte ich ja noch nie. Ich habe doch immer davon geschwärmt, wie butterweich das läuft. Nur halt während deinen Aufnahmen hat das so. Ah, Leute, ich sehe es gerade. Oh, fuck, ich muss aufstellen. Ich glaube, das Problem liegt wieder im NVIDIA-Aufnahmeprogramm. Ich muss mir dann unbedingt die Aufnahme mal angucken. Ich sehe es gerade. Ich habe einen Codec gewählt, H264, NVIDIA, bla bla bla. Und ich habe das Gefühl, dass der immer dazu beiträgt, dass es bei mir so ein bisschen am Ruckeln ist. Hallo. Guten Tag. Was geht ab? Nice. What the fuck? Wow. Cool. Bumping into you. You're getting sloppy, bro. You're supposed to be meeting me for that thing. Get over there. As you wish, man. I'll see you later. Ich will auch zu Barry. Sehr witzig, dass man sich so treffen kann. Where you at, Mr. Revolutionary? What? The Smoke Inn. I'm at City Hall. I'm the only fool here.
Yeah. Oh, shit. I'll be right there. I didn't forget. I was busy. Yeah, busy, that's it. Fight the power. This motherfucker. Yeah. Flaky motherfucker, I should have known. Soll ich jetzt hier warten? Aber das sieht auch gut aus. Ich warte jetzt kurz hier. Hier passiert ja noch irgendwas. Nieder mit dem Rauchstreik, nieder mit dem Rauchstreik. Nee, andersrum. Legalized. Da kommt er heute noch. Jetzt mal einen schönen Donut. Oh yeah. Tja. Wenn mehr nicht ist, macht das ja hier wenig Sinn, mit dieser Karre noch zu fahren. Es nervt mich gerade ein bisschen, dass das einfach nur so ein belangloser Scheiß gerade war. Naja. Weil was anderes sehe ich hier nirgendwo. Gib mir mal deine Karte. Sorry about that, sweetheart. Right. Also kannst du echt einfach nur am Codec liegen von der Aufnahme. Das ärgert mich zu Tode. Stimmt, es gab nämlich ein Update vom Bandicam. Ja, wenn man das nämlich legal gekauft hat, meine lieben Freunde, kriegt man auch Updates. Obwohl ich glaube auch Leute, die es nicht legal gekauft haben. Aber ist ja auch egal. Fakt ist, ich glaube, da ist er zurückgesprungen wieder im Codec. Verdammt, Darks. Ist da unten. Schnell, da ist ein Dingzeit. Ach nee, scheiß auf diese Transporter. Die kotzen mich eher an. Da kommt kaum was bei rum. Das lohnt mich, Leute. Das lohnt mich. Noch 900 Meter. Echt, das kann am Codec liegen, dass das Spiel bei mir jetzt gerade am Stocken ist. Ich Vollhorst. Oh, der kleine Wagen hier fährt sich aber gut. Der ist total wendig und so. Das gefällt mir. Da. Oh. Was es jetzt mit dieser Mission auf sich hat, seht ihr nach einem Cut. Also sprich im nächsten Video. Ich werde mal an den Einstellungen rumfummeln. Ich denke, es liegt am Bandicam. Also, haut rein und bis dann. Ciao.